Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystore-Linie gewinnen, den Sir Keystore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren alarmierenden Folge Atomic Hearts. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendos, und ich habe das Testgelände hier aufbekommen. Ja, es geht über Terminals, und zwar hier drüben, die Plattform war auch noch ein Terminal. Und darüber kannst du dich dann hier vorne in eine Kamera reinhacken, die wiederum zeigt auf die Tür. Dann kannst du die Tür entriegeln und dann kannst du den Knopf hier drücken. Und dann geht es anscheinend in dieses Testgelände. So, und jetzt drückst du nochmal den Knopf hier und füllst nochmal hier so ein Formular aus und machst hier nochmal einen Stempel drauf und holst dir hier noch ein Bändchen und dann darfst du auch da mit dem Aufzug nach unten. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und kein Formular ausfüllen wollt, kein Bändchen euch holen wollt, keinen Stempel haben wollt und auch keinen Termin haben wollt, dann einfach nur bewerten. Und kommentieren. Kommentieren ist ja auch fast sowas wie ein Formular. Euren Antrag jetzt in die Kommentare. So, jetzt bin ich hier drin. Was ist das hier? Wie funktioniert das? Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Ach, du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Ehrliche Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich vielleicht den morgigen Tag erleben kann. Okay, also wir schauen mal ein bisschen rein. Es gibt ja irgendwie 3 Medaillen. Ja, kann man das so nennen? Ich würde sagen, ja. Es gibt 3 Medaillen. Bronze, Gold und Silber. Hervorragende Reihenfolge, Herr Keystore. So, ich habe nur keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah, hier oben bleibt. Okay, jetzt geht es hier hin. Und wenn ich dann hier hingehe, muss ich mal hier durch. Okay, ich bin schon mal nicht Matsch. Das ist schon mal gut. Also noch mehr Rätsel. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für erstens Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben, zweitens Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen und drittens Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funkenerosionsbehandlung von Maschinenteilen. Oh. Okay. What? Moment, ich muss eigentlich hier mit drauf, oder? Oh, Mann. Ist das der richtige Weg? Einfach hier so durch? Und hier bekomme ich jetzt, also Kisten oder wie oder was? Weil, wenn es ja eine Medaille gibt, habe ich erst darauf einfach mal geschlossen, dass man hier Aufgaben erledigt und es eine Wertung gibt. Na, oder ein Schwierigkeitsgrad oder was auch immer, aber keine Ahnung. Also bis jetzt habe ich hier schon mal noch nichts Upgrade-mäßiges eingesammelt. Gibt's hier Gegner? Lohnen sich die Testgelände? Was meint ihr? Ihr habt es bestimmt schon 2-mal durchgespielt, das Spiel. Ihr seid da eh viel belehrter als ich. Lohnt sich das? Muss man die machen? Oder, nö, baller lieber die Story. Hier hinten das Ende. Gott, hier finde ich doch auch nie wieder raus. Hier in der Menge Blut. Kommen hier Gegner. Der Scanner sagt nein. Hier gibt es diverse Kisten, wo ich hin kann. Hier ist schon mal ein Safe Space. Und wir sollten mal speichern. Speichere Daten. Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht.
Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschoff bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile-Antrieb, der es ermöglicht. Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile-Antrieb ist wohl im Eimer. Die von der thermischen Emission eines okay, das war wohl Bronze. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu Wo stecke ich denn jetzt schon wieder? Ich kann mich nicht bewegen. Please die, my friends. Okay, hier sind schon mal Gegner. Also das war jetzt die erste Kiste. Die Bronzekiste. So, ich habe schon wieder keine Heilung und sowas dabei. Ist der da vorne wirklich am Chillen, der Dude? Okay. Witzig. Er hat einen Kollegen. Ey, ich wollte gerade noch zurückziehen. Als ob. So, gute Nacht hier. Drecksviecher. Und die Leute haben mir geschrieben, man kann wohl doch sein Inventory verbessern. Einfach am Automaten. So, was ist das hier? Ist das eine Tür, die man öffnen kann? Nee, das ist keine Tür, die man öffnen kann. Hier ist so eine Kiste. Also es gibt auf jeden Fall schon mal Loot. Es gibt auf jeden Fall schon mal Loot. Das sind halt einfach Dungeons, ne? Dungeon-System. Ist auch nochmal Loot. Aber ich denke, die Dinger sind schon wichtig, weil wenn du sie machst, hast du natürlich einen enormen Vorteil. Also ich glaube, du machst dir dein Leben deutlich einfacher, wenn du dich halt hier aufpumpst. Speichere Daten. Autorisierung. Major. Autorisierung, bla bla bla. So, hier bitte. Ich bräuchte mal die Kalaschnikow. Ich hab zu viel. Ich hab einfach zu viel. Ich muss ein bisschen was wegkloppen. So, Verbesserung. Ich mag die Waffe eigentlich immer noch ganz gerne. Haben wir noch nicht, oder? Erzeugt eine Schadenswelle. Fehlt mir aber was. Video nicht verfügbar. Das kann ich installieren. Klinge. Erhöht den Schaden. Und dann sieht man auch, wo man es bekommt, ne? Polygon 12. Wo kriege ich denn die Kalasch? Schon im Besitz. Hier, Kalasch. Keine Ahnung, sieht man nicht. Schienenkanone, Fatboy. Eigentlich gibt es ja noch ein paar ganz coole Sachen hier. So, machen wir erstmal noch eine Runde hiervon. Ich meine, ich liebe meine Shotgun. Ich meine, wie kann man eine Shotgun nicht lieben, ne? Shotgun is love. Ah, ich wollte mein Inventar noch angucken. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Im Moment ist es noch nicht so katastrophal. Aber ich hätte auch voll Bock auf so eine Kalasch. Gib mir Kalasch. Weg mit dem Ding. Ich will Loot. Ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfeatures im ganzen Game, dass man hier Sachen so
einsaugen kann. Das finde ich irgendwie voll befriedigend. Das ist einfach schön, Dinge wegzunuckeln. Und hier kann man rein. Ach, dann verbessere ich mich. Zugang gewährt. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? 300. Größeres Inventar wollen wir haben. Okay. Moment, was ist das hier? Das Energiedichte. Verlorene Gesundheit wird in Energie umgewandelt. Energiedichte. Gierschlund. Okay. Oder hier bei Charakter. Ah, wahrscheinlich hier was, ne? Ja, das muss ich erst wahrscheinlich erlernen. Und dann hier. Ja, da kann ich mehr tragen. This is what I want. Schock ist eigentlich auch so eine geile Allround-Fähigkeit. So, Aufladezeit nochmal verkürzen. Und dann bin ich wieder Planko. Aber, jetzt schauen wir mal rein. Yep, ich kann deutlich mehr mitnehmen. Okay, praktisch. Äußerst praktisch. Dass wir das jetzt auch dabei haben. Okay. Und jetzt kann ich hier halt durchmähen und mir wohl 3 Kisten holen. Das ist die silberne. Also bis jetzt ist es nicht so schwer, aber das ist ja auch erst Anlage 1 von 100 oder von 12. Ich weiß nicht, es gibt schon einige. Moment, wo bin ich gekommen? Hier bin ich auch hergekommen, oder nicht? Und wie geht's jetzt weiter? Ich hab den hier geöffnet. Kann man da durch? Okay, ich habe ihn gelootet. Ich habe das Upgrade bekommen, aber wie komme ich an die Goldene ran? Oben. Wie komme ich da hoch? Da hoch. Das hier kann ich nicht bewegen. Warte. Wahrscheinlich so. An alle Mitarbeiter von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm erfüllt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Autsch, Mist, ich dachte, ich würde rüberkommen. Okay, hier ist irgendwo auch noch das hier. Okay, ja. Nee, so funktioniert das nicht. Da müssen wir das anders machen. Dann war das unten schon ganz gut. Wir tauschen mal das hier. Ha, jetzt tauschen wir mal das hier. Ja. So, Tür ist offen. Okay. Vorsicht.
auch schon reicht. Müsste, oder? Ja. Es sollte uns nicht überraschen, moderne Waffen auf zivilem Testgelände zu finden. Wissenschaft und Krieg gingen schon immer Hand in Hand. Bist du darauf programmiert, das zu denken? Sagen wir es so. Das ist es, was ich glaube. Auch die von dir so geschätzten Cartoons begannen als revolutionäre Informationsbeschaffungsmethoden. So bedauerlich es auch sein mag, der Krieg ist der Motor des Fortschritts. Ich weiß zwar nicht, wie ein KI-Handschuh etwas glauben kann, aber ich bin jedenfalls für Frieden. Und Cartoons. Ich bin auch für Frieden und Cartoons. Ich wünschte, Putin, Biden, Kimi, Zelensky und alle anderen würden sich einfach an den Tisch setzen. Ganz viele Drogen und Cartoons. Ich glaube, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Warum kann die ganze Welt nicht einfach Drogen konsumieren und Cartoons gucken? Ich verstehe es nicht. Wir haben doch alles. Ich finde, wir haben so einen geilen Planeten, Leute. Wir haben doch alles. Wir haben alles, was man sich wünschen kann auf diesem Planeten. Und eigentlich, wenn man es ganz ehrlich nimmt, ist auch genug für alle da. Sogar wenn wir irgendwann 12 Milliarden Menschen wären. Das ist ja wirklich wissenschaftlicher Fakt. Wenn man es richtig... Es ist ja nicht meine Kunst, das richtig zu verteilen, wenn man bedenkt, wie viel wir wegschmeißen, allein nur hier in Deutschland und wie viel andere Länder wegschmeißen. Also rein theoretisch, selbst wenn wir 12 Milliarden Menschen wären, es wäre genug für alle da. Wir hätten alle genügend Platz. Das Problem ist, warum wir denken, wir haben keinen Platz, ist, weil wir halt alle ortsgebunden sind, ne? Ballungsgebiete, jeder will halt easy zu seinem Arbeitsplatz kommen. Verstehe ich auch alles absolut, klar. Aber so rein vom terrestrischen Fassungsvolumen hätten wir für alle genug. Ja, es wäre genug da. So, wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt hier raus, hä? Deswegen bin ich für Cartoons und Drogen und Liebe. Ah, ein Aufzug. Hätte ich beinahe übersehen. So, das war jetzt mal hier so ein Testgelände. Ja, es ist ganz nett. Es ist ganz nett. Ich finde es jetzt nicht weltbewegend, aber auch nicht irgendwie total nervig. Aber ich glaube auch, das war das Einfachste. Kommt der Aufzug oder... Eher weniger. Ja, ah, okay, der ist schon da. Ich wusste nicht, dass man sich quasi mit dem Gesicht an die Tür pressen muss, damit das Ding aufgeht. Apropos Press... Ah, hier habe ich keine Karte. Ah, Moment. Ja, haben wir doch jetzt alle, oder? Erweitertes Magazin. Ja, haben wir alles. Ah, Shotgun kann ich jetzt verbessern. Okay, das ist nice. Das turnt, Baby. Das turnt. Verdammt, bin ich schon wieder weit unter der Erde. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz mieser Anführer, weil ich bin einfach nicht machthungrig genug. Mein höchstes Bedürfnis ist einfach nur eine ruhige Kugel zu schieben. Ich meine, wenn wir mal so auch auf Testgelände 8, Testgelände 6, was gibt's hier? Erweitertes Magazin, Schneeball. Kalasch, ja, aber ich habe noch nicht mal die Kalasch an sich. Das ist als Erweiterung. Für einen Schwede. Fatboy Mean. Jetzt muss ich halt nur herausfinden, wo ich die Kalasch herbekomme. Habe ich die irgendwo übersehen? Wenn ja, wäre richtig doof. Ich werde wohl nie eine Kalasch bekommen. Also wenn man die wirklich übersehen kann, weil man irgendwo mal eine Kiste nicht mitbekommen hat, dann wäre das wirklich sehr, sehr doof. Das würde ich nicht gut finden, so ein System zu machen. Du übersiehst eine Kiste, tja, Pech.
Du bekommst niemals die Collage. So, machen wir mal die Story weiter. Das war Testgelände 1. Oder muss ich nur eine Verbesserung einsammeln? Zum Beispiel diesen Klingenhammer da, den hatte ich auch noch nicht. Die Pjotka. Keine Ahnung. Hab Namen vergessen. Ich merke mir die ganzen Namen nicht. Und ja, vielleicht habe ich ihn jetzt freigeschaltet, weil ich Upgrade dafür eingesammelt habe. Ein Kalash-Upgrade und du hast die Kalash. Wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum der Feind hat die Alarmstufe aufs Maximum erhöht, Major. Mehr als zwei haben sie nicht. Pussis. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle nicht mehr relevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiß auf seine Motive. Er ist ein Verräter. Wie viel Zeit bleibt uns, um ihn zu stoppen? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomei-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. So, ich will mal gucken, ob ich das Ding bauen kann, weil ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Bauplan erforderlich. Ja, dafür haben wir es gefunden. Können nur hier den Schneeball bauen. Rotz. Richtig Rotz. Magazin. Da haben wir es. Moment, warte. Ah, installieren. Was da unten noch stand, dachte ich eben, wir haben es doch nicht. Okay, Stufe 4 ist auch verfügbar. Alright, let's go. Schwupps. Bitte einmal zwischenlagern. So, habe ich genügend Shotgun-Kram? Im Moment ist halt die Shotgun die einzige Waffe, die ich jetzt wirklich als Schusswaffe so vorzuweisen habe. Ah, jetzt. Ich dachte eben, warum sieht man denn nicht, wie viel Munition man machen will? So, zeig mal her. Na, also. Jetzt geht da auch mal ordentlich was rein. 10 Schuss. Speichere Daten. Na, wenigstens habe ich schon mal hier. Und die Nachladegeschwindigkeit ist auch schneller. Das sind doch schon mal Dinge, die man gut finden kann. Vielleicht muss ich mir im Internet mal ein Video angucken, wo ich Collage finden kann. Irgendwelche Kisten da hinten? Wie weit ist denn die Reichweite des Scanners? Eigentlich schon relativ weit. So, jetzt könnte ich doch wieder ein Auto gebrauchen. Ob man das da vorne fahren kann. Oder gehen nur die roten? Das sieht ziemlich schrottig aus. Ich guck's mir trotzdem mal ganz schnell an. Du bist kaputt. Guck. Aber je mehr ich halt abschlachte, wow, umso mehr habe ich halt.
Au. Ach, heilige Scheiße. Heiliger Kot. Okay, ich muss nachladen. Schneller, Kumpel, schneller! Das ist ein Polymer-Tanker, der umgestürzt ist. Noch mehr Poly. Wow, wow, wow! Also dieses Neuropolymer, was wir einsammeln, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen zum Leveln. Jetzt habe ich halt wieder 6 Neuro mehr, weil ich ja 2 von denen getötet habe, die immer 3 geben. Und ich glaube, das summiert sich im Großen und Ganzen schon ganz gut. Was wird in Sechenovs Zentrum untersucht? Funkwellen, Genosse Major. Es enthält Ausrüstung, mit deren Hilfe Petrov dich entdecken kann. Also geh vorsichtig vor. Dann sollten wir lieber leise sein. Alter, da haut er sie erstmal weg mit so einem Tic-Tac. Der alte Bonbon-Spender. Ach, leise sein ist überbewertet. Oh, hier ist nochmal ein bisschen was. Alles, was zählt, ist Blut. Mehr brauchen wir nicht. Das geben die auch 3. Da drüben ist noch so ein Reparatur-Willi. Da sind 2 genommen. Wow. Stabil, Alter. Stabil. Gib her. Gib, gib, gib. Boah, 22. Ich krieg auch gerade richtig gut Shotgun-Munition. Und Schlagstöcke. So, das sind nur ganz normale Standard-Willis. Neuropolymer 4 geben die aber. Dabei finde ich die relativ easy im Vergleich zu den kreisigen Dudes. So, gute Nacht. Und kaputt, der Kollege. Und nochmal dick Loot. Und da draußen macht irgendjemand Party. Blackie! Bete zu deinem Blechgott. Bete zu deinem Blechgott. So, hier speichern wir. Perfekt. Speichere Daten. Bitte Vorgang auswählen. Mal kurz hier reingucken. Und wie viel Poly habe ich jetzt dazu? Ja, 185 habe ich jetzt wieder. Ja, nice. Ja, nice. Was macht das hier? Dein Handschuh kann eine elektromagnetische Entladung auf Gegner abschießen und ihnen dadurch elektrischen Schaden zufügen. Roboter sind besonders anfällig gegen Elektrizität. Was ist das hier? Ein Teil der Entladung fügt einem Gegner in Nähe. Achso. Ich hab mir wieder was Falsches durchgelesen. Wiederholte Angriffe führen zu einem zusätzlichen... Okay. Ich glaube, das Jumpen ist eigentlich auch ganz witzig. Danach gibt's hier...
Vollkontakt. Sekundäre Ziele, die von einem Kettenblitz getroffen werden, erleiden den vollen... Okay, das ist schon ziemlich nice. Es gibt noch andere Fähigkeiten. Ich muss auch mal die anderen Fähigkeiten irgendwann lernen und machen und tun. Warte mal. Was apropos. Soll es sein, Major? Nee. Apropos. Zugang gewährt. Ich habe doch noch Schild. Warum habe ich das nicht mehr drin? Es ist sogar noch drin. Massentelekinese. Ich glaube, das hole ich mir auch mal dazu. So. Massentelekinese bringt alle Gegner um dich herum zum Schweben. Setze Schuss- oder Energiewaffen ein, um sie effizienter auszuschalten. Nice. Na, das ist Eis. Das ist die gute alte Massentelekinese. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.